Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Hamburg liegt in der Nähe von Murnau. Das war ein bisschen hell. Diesmal Videoblog, obviously. Und heute haben wir das echt coole Thema, wie komme ich von Tinder-Dating zu Offline-Dating zu echten Real-Life-Dates. Und da habe ich einen längeren Kommentar unter einem YouTube-Video über Tinder, das letzte, wo man da vielleicht nicht sein sollte. Den lese ich einfach mal vor. Und genau. Ja, ich hatte früher eine ganz lange On-Off-Beziehung mit Tinder. Tinder war meine toxische Beziehung. Das finde ich schon so lustig. nachdem ich das, also wenn ihr auch mehr gucken wollt, guckt euch mal dieses Video bei Tinder an. Von Kidology habe ich da was besprochen mit erschreckenden Tinder-Zahlen. Leute, ich wollte echt nicht mehr sein. Dann. Ich verlinke das Video hier nochmal und auch meinen Dating-Kurs, der gleich speziell für Frauen, der gleich angesprochen wird. Nachdem ich das jahrelang immer wieder runtergeladen, ein paar Wochen genutzt und dann wieder gelöscht habe und das immer wieder, habe ich es irgendwann endgültig gelöscht und das fühlt sich wirklich gut an. Da ich eine introvertierte und schüchterne Person bin, dachte ich, dass ich draußen niemanden kennenlerne und habe es deswegen genutzt. Aber durch diese App ist mein Selbstbewusstsein so sehr in den Keller gerutscht. Ja, das ist, auf Tinder muss man einfach so ein verdammt dickes Fell haben. Auf Tinder ist, glaube ich, egal, wie gut man aussieht und so weiter, die Art, wie dort miteinander umgegangen wird, ist scheiße. Ja, also ich, meiner Ansicht nach ist jedes Wort wahr hier, das ist einfach auch diese Art, ne? Dazu kommen diese ganzen Probleme, ich will die jetzt nicht wieder auslegen, ich habe da ja genug Videos drüber gemacht. Guckt euch, wie gesagt, dieses Tinder-Video an, weil, ja, da kommen so viele Aspekte mit rein, ich will das, dieses Video jetzt nicht auch wieder so aufblähen, warum das, glaube ich, so keinen Zweck hat, außer für wenige Leute. So. Und weil ich nur auf Tinder gedatet habe, habe ich halt nur diese Kack-Umgangsformen abgekriegt, sozusagen. Das ist echt mein Humor. Da ist einfach, ich meine, ich war ja lange nicht mehr drauf, aber was ich so gehört habe, ist es irgendwie noch schlimmer geworden, haben ja auch einige geschrieben. Irgendwann fängt man an zu zweifeln. Wenn alle Männer irgendwann nicht mehr zurückschreiben oder eklig schreiben, einen nicht ernst nehmen und so weiter, dann muss es ja daran liegen, dass ich anscheinend nicht besonders attraktiv bin. Was ich eigentlich komisch fand, weil ich mich ganz hübsch und nett finde. Als ich dann die Nase voll davon hatte und den Dating-Kurs für Frauen gemacht habe, bei mir auf Liebeship, wie gesagt, verlinke ich hier, habe ich mich, wie Christian es nennt, in den Orbit der Männer geschmissen. Lachsmiley. Ja. Ja, könnt ihr da gerade alles, da alles nachgucken, wenn euch dafür interessiert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr guter Rat und erfolgversprechender. Also habe ich mich hübsch gemacht, schönige, luftige Kleider angezogen, meine Haare aufgemacht, mich mit meinen Büchern an den Abenden, an denen ich Zeit hatte, an eine gut besuchte Stelle am Fluss gesetzt. So geil, so wird's gemacht. War im Sommer. Ab und zu habe ich aufgeschaut und mich umgeguckt und wenn ich jemanden gesehen habe, der mir gefühlt, habe ich kurz gelächelt. Perfekt. Love it. Habe ich kurz gelächelt. Und nach 2 Minuten saßen die schon neben mir auf der Decke. So geil. Das hat meinem Selbstbewusstsein echt gut getan und es waren auch meistens ganz normale, nette Männer. Ich glaube, dass die meisten Frauen von da weggehen, weil es halt wirklich ihr Selbstbewusstsein kaputt macht und die App einfach nur frustrierend ist. Ja, und du ziehst Männer an, die auch den Mut haben, sich daneben dich zu setzen und dann hast du schon mal gleich eine Aussage über Polarität, ne? Ich glaube, dass die meisten Frauen von da weggehen, weil es halt ihr Selbstbewusstsein kaputt macht und die App, ach so, hatte ich einfach nur frustrierend ist. Warum die Männer nicht gehen, ist mir aber ein Rätsel. Für die ist es ja genauso. Ja. Das ist halt, Tinder macht halt so ein bisschen addicted, ne? Wie viele letztlich Social Media Sachen auch, ne? Ich habe mir auch mal vorgenommen, da mal ein bisschen zu detoxen. Also, du swipes und du wirst über diese intermittierende Verstärkung in der App, dass du dann ab und zu ein Match kriegst, wirst du so da gehalten und du denkst, wenn ich es nur noch mehr mache und noch mehr und noch mehr mache, dann kommt was bei raus, ne? Das ist für Männer, glaube ich, so ein Thema. Ne? Und scheinbar gibt es ja so viele, wieso klappt das nicht, ne? Aber die Männer haben es da vielleicht auch ein bisschen schwerer, weil die sich nicht einfach nur hübsch hinsetzen müssen und dann läuft das schon. Lach's mal. Ja, ich finde, die Männer haben es eigentlich auch nicht schwerer, weil wenn die so ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen und so eine nette Einladung bekommen, wie du sie ja gemacht hast, ja,
und sich da ein bisschen überwinden und ein bisschen an ihrem Mut arbeiten. Und du machst denen ja auch Mut hier, ne? Das ist ja auch, das ist für Männer eigentlich auch nicht so schwer, ne? Wenn die an ihrem Profil arbeiten, also jetzt Lebensprofil meine ich so, nice, geiles Leben, eine Mission haben, ja. Da wirkt Tinder oberflächlich betrachtet vielleicht einfacher, ja. Aber eigentlich ist es ja mindestens genauso scheiße wie in echt. Ich glaube, es ist schlimmer als in echt. Ich glaube, ein Mann, der den Mut hat, eine Frau anzusprechen, jetzt und wie gesagt, du hilfst den Männern ja auch. Also ein Mann, der diesen Mut hat, hat viel höhere Chancen als auf Tinder. Meine Meinung. Aber wenn ich das so sehe, dass immer weniger Frauen zu Tinder gehen, freut es mich echt. Endlich kommen die Leute wieder weg von dieser ganzen Digitalisierungskacke. Wahre Worte. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben.